Ich finde Lernbüro toll, weil das ist was Neues. In der Grundschule hatten wir Lernbüro noch nicht. Man kann verschiedene Wochenpläne bearbeiten und selbstständig kontrollieren. Das macht sehr viel Spaß. Also mir gefällt das Lernbüro sehr gut, weil es ganz viele verschiedene Themen und Pläne gibt. Zum Beispiel Großschreibung oder lange und kurze Vokale. Man kann sich Pläne aussuchen. Man muss jetzt nicht strikt nach einer Reihenfolge die Pläne machen. Das gefällt mir sehr gut daran. Und dass es immer leise ist. Im Lernbüro gibt es eine Felix-Karte, die kann man umdrehen. Dann kommt ein Lehrer zu einem. Dann kann das Kind den Lehrer etwas fragen und der Lehrer hilft dann dem Kind oder beantwortet dann auch die Frage. Hallo und herzlich willkommen. In der Projektwoche hatten wir das Thema Mobbing und Streitschlichtung. Jetzt als nächstes Beispiel ein GGT von den beiden folgenden Zahlen, und zwar von 30 und von 15. Was müssen wir jetzt zuerst machen? Charelle. Man muss gucken, was die Teiler von 30 sind. Darf ich das auch sagen? Ja, bitte. Das sind die 3. Ja. Erst die 2. Ja. Die 3. Ja. Die 6. Ja. Und die 15 und die 30 selbst. Da fehlt noch einer. Ich schreibe jetzt am Schluss. Überleg mal nochmal. Wenn du die 6 hast. J'habite à Itzersdorf, j'aime pizza, je n'aime pas tomate. C'est qui? Jocelyn. C'est Jocelyn? C'est correct? Super! Oui, c'est sûr. Hallo, wir sind Paul, Simon und Laura. In den letzten 2 Jahren haben wir 4-stündig am Sportpluskurs teilgenommen. Am besten haben uns die Sportarten Bogenschießen, da ist etwas Neues, was man hier hat. Du hat mir am besten gefallen, weil es etwas Neues ist und Kampfsport ist immer gut. Mir hat Volleyball am besten gefallen, weil man weiß, was anderes macht. Mir persönlich hat Leichtathletik am besten gefallen, weil ich Laufen sehr interessant finde. Geht in Sportplus, ihr werdet es nicht bereuen.